Okay, also ich habe hier einen wunderschönen Durchsuchungsbeschluss. Durchsuchungsbeschluss. Aufgrund einer laufenden Ermittlung bezüglich eines Terroranschlags wurde ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung von Time Panda erlassen. So. Was hat er denn hier alles? Okay, Diamanten. Wir suchen nach TNT, Sand oder Kies. Nicht Kies, Gunpowder. Ja, wahrscheinlich. Nur wenn er so das einfach so sammelt, das weil... Das kann aber ja auch so. Ja! 21 Gunpowder! Konfisziert. Das kann aber ja auch so sein, wegen... Egal. Ja. Ada. Ada hat einfach 6 Stacks TNT reingelegt. Ada, bitte lösch das, ich mach gerade Roleplay, okay? Warte, Leute! Vielleicht hat Slimy was damit. Nee, warte, wir müssen weiter durchsuchen. Wir müssen ihn befragen, er war immer dabei. Okay. Slimy, haben Sie etwas gesehen von diesem lehnenden Typen, der wegen... Ja. Er hat gesagt, Douglas war... Wenn er TNT hat, legt er einen linken Schalter um. Er hat TNT gesehen, Kommentarier. Ah, da schau mal her. Oh, ich bin jetzt Lagerfeuer. Okay, warte, wir müssen weiter durchsuchen. Oh, hier ist TNT. Wo? Hä? Warte mal, kann man nicht auch Items... Er hat eine Bong. Leute! Kann man nicht auch random irgendwie Items irgendwie in so einen Webstuhl oder so tun? Leute, durchsucht mal Oscars Inventar. Ah, da geh mal nach unten und schau mal, ob da irgendwas ist. Flash, Open, Inventar. Aber warte, ich schau mal bei seinem Enchanter. Im Nether vielleicht. Das wäre zu aufwendig. Ray, ist eine Kiste? Ah, nee, hier ist kein TNT drin. Time Panda hat nichts im Inventar. Okay, in der Steinsäge ist nichts. Ah, da schau mal nach irgendwelchen... Sag ich mal, Gegenstände, wo man Items reinlegen kann, wie Öfen oder so, keine Ahnung. Vielleicht bei den Betondings. Stimmt! Weil der Shop noch nicht eröffnet wurde, aber... Darkness schon. Im Ofen ist nichts. Aber dann, mir fällt auf, dein Bruder hat irgendwie nur so Kisten für spezielle Sachen, irgendwie Fisch oder so, oder Leder oder so, aber sonst nicht. Was ist denn jetzt da unten? Da ist ja noch eine Chest. Da ist nichts drin. Ja, es kann doch nicht sein, aber wo muss es ja sein, so. Ich habe halt auch keinen Bock, dass ich jetzt beschuldigt werde. Wir müssen nochmal alles durchsuchen. Was findet. Warte, aber hast du hier in diesem Haus, den Am... Achso, das ist ein Trichter, lol. Hast du das Haus mal durchsucht? Ja, hab ich. Leute, hier liegt was. Schmelzofen. Oh, er hat noch Eisen im Schmelzofen. Verrottetes Fleisch riecht frisch. Ah, ja. Oh, dein Bruder ist ein Tatverdächtiger. Besser. Er will gerade 8 TNT im Räucherofen abfackeln. Ob das ein gutes Versteck ist? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich 8 TNT bei ihm sichergestellt. Mhm, genau. Also ich... Nee, wirklich, er hat wirklich was im Räucherofen. Ja, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob es in Minecraft brennen kann, aber es war wirklich TNT im Räucherofen. Nee, aber Ada, komm mal mit. Ja, bitte. Du kannst ja hier in diesen Räucherofen, oben in den Räucherofen schauen, ne, mit den Kartoffeln. Hier waren 8 TNT drin. Guck, Ada ist hier reingeguckt, so sah's aus. Und damit ist sein Bruder ein Tatverdächtiger, sagen wir es mal so. Kannst du deinem Bruder mal sagen, er soll einen fucking Briefkasten bauen? Ich schreibe ihm ein Buch. Kann das sein, dass dein Bruder ein bisschen depressiv ist? Letzten Donnerstag, den 22.08. Leute. Gab Leonie mir einen Korb. Leute, Valentin verbrennt gerade seine Beweise. Valentin, was? Heute haben sich Songü, Leonie. Ich muss mir das durchlesen. Das Buch heißt Lovely. Heute haben sich Songü, Leonie und ich über Vergangenes geredet. Leonie sagte immer wieder, dass sie schon verliebt sei und sich nicht auf einmal neu verlieben könnte. Sie ist leider in einen Neuntklässler verliebt. Okay. Letzten Donnerstag, den 22.08., gab Leonie mir einen Korb. Ich war erstmal traurig und hoffnungslos, aber heute, am 26.08., ist es zum Glück besser. Das heißt aber nicht, dass ich Leonie nicht mehr liebe. Das Ding ist halt... Das Buch ist auch konfisziert. Da haben wir ein Tatmotiv. Hass auf andere Menschen. Das Ding ist halt, dass mein Bruder... also, das ist halt so aus dem Wheeler. Eine Geschichte. Hast du das jetzt eigentlich da reingetan? Nein, das war von ihm! Ja,
das meine ich ja. Mein Bruder ist nämlich Mädchen. Also folgende Gegenstände wurden konfisziert. 8 TNT gefunden im Räucherofen, 21 Gunpowder, das Buch Lovely. Wieso hat dein Bruder ein Buch, was Lovely heißt? Ja, das ist ein Tagebuch, glaube ich. Letzten Donnerstag, den 22.08.90, gab Leonie mir einen Korb. Ich war erstmal traurig. Also das tut mir sehr leid für deinen Bruder. Ja, ich erinnere mich sogar noch an den Tag. Wieso hat er eigentlich einen Panda in einem Boot? Und wieso heißt der Boot-Panda? Nee, aber damit Valentin nicht mehr rumheult, sollen wir mal in den Nether gehen. Okay. Geht mal wieder in Überleben. Kann ich dann auch nicht wegzuschieben, Valentin. Nein! Hallo? Ich verbrenne! No! Haftbefehl gegen endlich wegen Mordes. Hä? Gabi wurde während des Kampfes mit Time endlich geröstet. Hä? Hä? Was hab ich getan? Ja. Das ist erstmal konfisziert aufgrund einer laufenden Ermittlung. Valentin, du kannst es später wieder haben. Warum ich? Okay. Ich habe wirklich... Ist dezent offensichtlich, dass du Beweise machen wolltest, die nicht da sind. Okay, ich geb's zu, weil ich wollte einfach nur Beweise fälschen. Warum wolltest du das? Bist du noch ganz richtig? Anna Pilcher!